Kann ich vielleicht die Keycard nutzen und damit das Numpad einschlagen? Hallöchen und herzlich willkommen zu einer richtig spannenden Ausgabe von unserem Minecraft Troll Boss mit mir, dem Lokopa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich wieder was ganz Tolles mit euch vor, denn heute werden wir erneut in Logos Base einbrechen. Jawohl. Und das Fiese ist, Logos ist mittlerweile so paranoid geworden, dass er 7 Fallen aufgebaut hat, die wir überwinden müssen. Ich habe diese mal notiert, haltet euch fest. Wir müssen heute eine Gravitationsfalle überwinden, eine passwortgesicherte Tür müssen wir hacken, wir haben eine Schlüsselkarte, die wir unbedingt brauchen, er hat mit tödlichem Laser gespielt, eine Gesichtserkennung, eine Selbstschussanlage und dann hat er seine ganzen Items in passwortgesicherten Truhen gelagert. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Abenteuer, ich habe es vorher noch nicht getestet und ich bin immer echt so ein bisschen nervös, dann wenn jetzt Logos auf den Server kommt, dann ja, haben wir auf jeden Fall ein riesiges Problem. So, jetzt geht's los. Jetzt werden wir zum Panzerknacker erstmal hier zu seinem Haupteingang geflogen. Hier hat er seine verschlüsselte Tür und wir müssen hier ein Passwort eingeben. Das werden wir erraten mit Hilfe eines USB-Tools. Ich hoffe, dass er weiterhin seine 4 Ziffern hat. Ansonsten wird es ziemlich problematisch. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Na? Hell yeah! Und los geht's! Komm schon! Mach Papa glücklich! Ich brauche neue Schuhe! Yes! Haha! Cool! Okay, Moment, gerade mal wieder ausgestopft sind. Sekunde mal. Und da muss ich mal ganz kurz gucken, was mein Programm hier ausgespuckt hat. Okay, ich glaube, ich habe sein Passwort. Sekunde mal, das müsste jetzt... Und dann da sein. So, perfekt. Damit haben wir die erste Hürde gemeistert. Ha, wir sind drin. Obwohl, wir dürfen nicht so laut sein, ne? Wir sind ja schließlich Einbrecher. Wie spät haben wir es eigentlich? Hatte ich nicht meine Armbanduhr? Ich glaube, die wurde mir geklaut. Was gibt es nur für schlechte Menschen? Irgendwer hat meine Armbanduhr geklaut. So, dann haben wir als nächstes hier ein Kartenlesegerät. Das heißt, wir brauchen jetzt hier eine Schlüsselkarte. Das habe ich natürlich auch in seinen Videos alles abgecheckt. Wenn ihr sehen wollt, wie ihr die ganze Base und die Sicherheitsmechanismen aufgebaut habt, dann schaut auf jeden Fall bei Logo vorbei. Wir brauchen nämlich die Level 1 Schlüsselkarte. Und dann hoffe ich mal, dass ihr hier keine Whitelist eingebaut habt. Ansonsten habe ich ein riesiges Problem. Es hat funktioniert mit der Schlüsselkarte. Wie cool ist das denn? Und dann, oh mein Gott, das ist Logo. Es ist die Logo-Figur. Aus Wolle. Alles gut, hallo, ich schütte dir die Hand. Okay, dann gehen wir jetzt direkt mal hier runter. Ich hoffe nicht, dass er jetzt irgendwelche, also wir haben jetzt schon 3 Hindernisse von 7 übersprungen, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier irgendein Raketenabwehrsystem installiert hat. Eine Fledermaus! Eine feindliche Fledermaus in seiner Base, ein Einbrecher! Jemand sollte die Polizei rufen. Das geht ja wirklich gar nicht. Was wagt sich ja auch eine Fledermaus hier einzubrechen? Das ist wirklich gar nicht. Das geht doch nicht. Okay, er hat hier ein bisschen gezaubert. Hier haben wir natürlich ein Doppelbett. Okay, erwartet der gute Logo Besuch. Erstmal abbauen. Nächstes Hindernis. Und jetzt wird es spannend. Obwohl, nee, wir haben hier verschlüsselte Truhen. Aber da hat Logo bestimmt nicht dasselbe Passwort wie für die Tür genommen, ne? Das wäre schon ziemlich dämlich. Moment. Die Tröte geht nicht mehr. Die Tröte geht nicht mehr. Wie so ein Fahrrad, weißt du, die Luft ist hier draußen. Warte mal. Jetzt. Obwohl, ich glaube, das war zu laut, ne? Okay, verhungern tun wir schon mal nicht. Was haben wir hier drinne? Komm schon, irgendwas Wertvolles. Wir haben hier Trollo. Das ist meiner. Unser Trollhase. Wir haben hier Betten. Für eine Pyjama-Party oder sowas wäre das bestimmt geil. Ja, ansonsten ist hier nichts Interessantes drin. Ich glaube, die wertvollen Sachen hat er da hinten in seinem Bunker. Da werde ich auch hier mal einen Blick reinwerfen. Oh, hier haben wir seinen Kameramonitor. Damit haben wir Zugriff auf all seine Kameras. Das ist richtig geil. Da können wir Logo beim Schlafen beobachten. Ein Zauberstab. Sogar mit einem Zauberspruch. Oh, ist das der Lichtzauber? Den habe ich in seinem Video gesehen. Und wir können seine ganzen... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich nehme einfach alles mit. Ich könnte jetzt vor Freude richtig laut werden, aber dazu bin ich zu faul. Was haben wir noch? Sein Lootpad. Und Teppich. Dann kann er nicht mehr auf dem Teppich bleiben. Moment, er hat hier ein Chestpad. Ist hier irgendwas drin? Yes! Oh Mann, diese blöden Tröten. Okay, dann gehen wir direkt mal weiter. Es läuft auf jeden Fall wie geschnitten Wurst. So, direkt mal hier einen Hebel hingesetzt. Denn wenn wir jetzt die Tür öffnen, dann bleibt die offen. Das hatten wir ja schon mal gesehen. Jetzt nochmal das Passwort eingegeben. Bam! Und jetzt bleibt die Tür offen. Ganz kurz zusammengefasst. Wenn wir jetzt durch diesen Laserstrahl laufen, ja, dann bekommen wir ungefähr 6 Herzen abgezogen. Und dann hat er hier hinten noch Selbstschussanlagen, die uns direkt wahrscheinlich grillen werden. Wir werden es trotzdem mal versuchen. Ich werde am besten sicherheitshalber einfach mal meine Items bzw. Logos-Items hier reinpacken, damit wir auch schnell wieder zurückrennen können. Das größte Problem werden, glaube ich, die Gravity Boots sein. Allerdings, ja, sind die hier zu viert oder so? Das ist schon Mobbing auf hohem Niveau, ja? Einer gegen 4 gegen 1. Ich bin ein Zebra. Ich bin vom Aussterben bedroht. Mich könnt ihr nicht angreifen. Okay, wir versuchen es mal. Augen zu und los! Oh mein Gott! Okay, Versuch Nummer 2. Jetzt rein! Nein! Gibt es eigentlich auch wie im Aufzug hier irgendwie so eine Art Notknopf oder so mit einem Lautsprecher? Hallo?
Hallo, ich möchte rein. E-Beams, der Logo. Ein Happy Meal bitte mit Cheeseburger. Okay, es scheint nicht zu funktionieren. Okay, dann versuchen wir da. Nein, die Keycard habe ich vergessen. Nein, die ist jetzt auch da drin. Und wieder zurück. Kann ich vielleicht die Keycard nutzen und damit das Numpad einschlagen? Mist, es geht nicht. Kann ich die Keycard hier irgendwie draußen liegen lassen? Geht das irgendwie? Das muss doch funktionieren. Oh mein Gott, pass auf, ich weiß, was wir machen. Wir brauchen erstmal eine Truhe. Und dann werden wir einfach die Keycard vor dem Scanner liegen lassen. Also erstmal hier öffnen, dann fliege ich mal ganz kurz raus. Dann werde ich hier kurz eine Truhe hinpacken. Fliege ich hier wieder rein. Alter, ich bin ein Genie. Ich bin so gut. Einfach die Tür hier öffnen. Zack, auf die Truhe zugegriffen. Guck mal, das funktioniert sogar. Wie geil ist das denn? Ah, mein Arm. Oh Gott, die Tür ist zugefallen und meine Hand steckt noch in der Truhe. Nein. Ah, egal. Also ich werde jetzt, wenn ich jetzt hier loslasse, kommen wir erstmal nicht mehr raus. Ne? Also wir haben halt unten unsere Ersatzkarte. Jetzt haben wir immer ein Ticket, um hier wieder reinzukommen. Okay, wie kommen wir am besten da rein? Kann ich nicht jetzt schon von hier aus irgendwelche Blöcke hin platzieren? Warte mal, warte. Nein, meine Items. Logos-Items meine ich natürlich, die despawnen jetzt, ne? Pass auf, ich werde jetzt... Das geht! Das geht! Wenn ich da jetzt ganz schnell einen Block draufsetze, dann müsste ich doch eigentlich safe sein, oder? Ich habe eh keine andere Wahl. Wir versuchen es mal. Okay, auf die Plätze, fertig und los! Jetzt, komm schon! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss gleich meine Unterhose wechseln. Alter Schwede. Trollo! Trollo, unser Hase! Wir haben dich befreit! Jetzt können wir wieder gehen. Okay, pass auf, wir werden uns jetzt hier mit der Erde durchsneaken. Ich bin nicht da. Haben wir noch ein weiteres Bett, das werde ich gleich abbauen. Ich werde jetzt einfach die Totems umrunden. Oh mein Gott, ist das spannend. Ich traue mich nicht zu springen. Ich könnte jetzt einfach mal hochspringen. Mal gucken, was passiert. Da steht direkt einer. Seht ihr das? Können wir den manipulieren? Wir können darauf zugreifen. Wir können ihn entschärfen. Oh mein Gott. Der ist... Oh mein Gott. Okay, pass auf. Ich werde hier noch einen hinsetzen. Und wie es weitergeht, weiß ich nicht. Jetzt kommen wir erstmal an die Kiste ran. Da sind nur Fressalien drin. Super. Weizen esse ich auch gerne. Leder hat er hier, Kakteen. Totembaumholz. Okay, wir müssen diese komischen Selbstschussanlagen systematisch entfernen. Also den hier vorne, den haben wir schon mal kalt gemacht. Dann versuche ich mal an diesen Kollegen ranzukommen. Yes! Okay, zack, 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 zack. Damit hätten wir den ebenfalls kalt gemacht. Dann gehen wir direkt mal weiter. Komm, guck mal, ich wähle den doch aus. Warte, wir können ihn doch irgendwie blind machen, oder? War das nicht so? Warte. Yes! Er ist blind! Er ist blind! Ja! Yeah, nice. Okay, weg damit. Alter, ist das spannend. Alter, ist das spannend. Okay, wir kriegen das hin, Okay, noch einer, einen müssen wir noch, da hinten. Den Kollegen müssen wir noch. Peekaboo, Peekaboo. Na, komm her. Ja, ta, 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 ta. Und wir haben es geschafft. Ja, yeah. Self-High-Five wieder. Nice. Alter, wie geil ist das denn? Wir haben 7 Sicherheitsmechanismen übersprungen. Boah, wie cool ist das denn? Alter, ist das geil. Oh, das ist ganz toll. Komm schon, komm schon. Okay, haben wir Lava? Dann muss das die goldene Truhe sein. Yes! Ah, wie geil ist das denn? Aber wo sind seine Diamanten, verdammt? Oh, guck mal hier, ein Protokollierer. Lokopa 92. Das bin ich nicht. Ich trage eine Maske. Wie kann mich das Ding erkennen? Ich bin nicht Lokopa, ich bin doch Benjamin. Benjamin Blümchen. Hallo, du Möhre. Deine Items hat der Copper in deine Endertruhe gelegt. Er würde niemals mit deinen Items verschwinden. Er hat nur deine Kisten sortiert. Liebe Grüße, dein Trollo. Jetzt, wo wir seine Items geklaut haben, beziehungsweise ausgeliehen haben, es tut mir leid, müssen wir natürlich irgendwie wieder rauskommen. Ich würde ja am liebsten auch die Totems hier wieder aktivieren, aber ich habe das Gefühl, wenn ich die jetzt aktiviere, dass die mich abschießen. Deswegen werden wir jetzt einfach so hier durchrennen. Ich versuch's einfach mal und dann rennen wir nochmal hier rein und dann werden wir diese aktivieren. Auf die Plätze, fertig und go, go, Gadget. Komm schon, überlebt das. Okay, ist alles noch dran? Arme, Beine. Wo sind meine Beine? Nein, meine Beine sind weg. So, direkt mal hier alle Items in seiner doppelten Truhe hier versteckt. Die werden wir dann gleich abholen. Ich werde die erstmal hier reinlegen. Zack. Und jetzt würde ich gerne die Totems wieder aktivieren. Das heißt, wir müssen hier nochmal reinrennen. Nochmal in die Höhle des Löwens. Komm schon. Jawohl, wir haben es geschafft. Wurden wir jetzt nochmal protokolliert? Yay, Highscore, 3-mal. Okay, gut, das war nicht lustig. Okay, können wir die jetzt aktivieren, ohne dass wir draufgehen? Sekunde mal. Also, wir brauchen erstmal ein anderer Spielerfilter. Und dann hat er hier diese Waffen reingelegt, ne? Zack, zack. Oh, nein, wir gehen drauf. Nein, das kann nicht wahr sein. Wieso reagiert er nicht auf uns? Warum? Super. Weißt du, kurz vorm Klo in die Hose geschissen. So sieht's aus. Naja, wenn wir ganz ehrlich sind, guck mal hier, da ist mein Grabstein. Dort kann er sich die ganzen Upgrades wiederholen. Ja, wir sind mal nicht so. Okay, dann werde ich das Ganze jetzt wieder verschließen. So, Spuren beseitigen. Wir haben ja extra Handschuhe angezogen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen wollen? Das Creeper-Pad, das mag er ja besonders gerne, ne? Nein, sonst weint er. Das will ich nicht. Irgendein Zuschauer meinte noch, wir sollten Logos Fackeln abbauen.
Aber ganz ehrlich, das ist zu hart. Nein, das kann ich nicht bringen. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das wäre ja unmenschlich. Da würden ja ganz viele Monster spawnen. Nein, das kann ich ihm nicht antun. Hier hat er noch sein Buschwerk. Das sieht aber auch schon etwas trockener aus, ne? Ich glaube, das muss noch jemand gießen. So, hier. Vielleicht können wir ja sogar in Lorus Base unsere Base bauen. Das wäre doch was. Das ist wie so ein Überraschungsei. Ich meine, ich bin ja auch so gelb. So mit meinem Skin. Ah, guck mal hier, das lustige Trollquiz, das hat Logo auch noch nicht gespielt. Wer es nicht kennen sollte, hier haben wir halt sehr lustige Fragen. Ich werde das am Ende nochmal verlinken, haben wir aufgebaut mit ziemlich fiesen Fallen. Und hier haben wir weitere Items, die wir ihm schon mal geklaut haben. Ich kann das mal ganz kurz aufrufen. Ich hoffe, dass ich das Passwort richtig rausgeschrieben habe. Ja, wunderbar, hier seine ganzen Diamanten, sein Eisen, das ist alles Logo. Ich werde hier ein bisschen was reinlegen. Hier vielleicht sein Kameramodul, sein Placepad, vielleicht ein Trollo noch. So. Vielleicht hier seine Zaubersprüche. Ich habe sehr viele Fanarts im Übrigen hier zu bekommen. Von dieser Raupe hier. Kann ich mal kurz einblenden. Ziemlich lustig. Vielen Dank dafür. Ich habe mich wirklich sehr amüsiert. Okay. Wir fliegen direkt geschwind zurück. Und dann gucken wir mal, wo wir diese Items sicher lagern können. Nicht, dass die Logo uns klaut. Ne, das wollen wir ja nicht. Weißt du, das tut man ja auch nicht. Ja, man klaut ja keine Items. Das geht nicht. Das geht nicht. So, dann müssen wir noch unsere Base schützen. Nochmal ganz kurz gezeigt. Hier mit den ganzen Lasergeschichten. Ja, das ist ziemlich cool. Hier kann man sich nicht mit dem Mouth-Mod durchglitschen, ansonsten wird man automatisch gebrutzelt. Ja, an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Solltet ihr irgendwelche Ideen haben, was wir nun mit Logos Items anstellen können, sollen wir ihm die zurückgeben oder ein Minispiel bauen oder eine Schnitzeljagd, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ansonsten, wenn ihr vom Team Logo seid und jetzt schon tierisch genervt seid, dann könnt ihr gerne mal das Video anschauen, was ich hier direkt verlinken werde. Denn dort habe ich Logo auf dem Server mit einem Baseballschläger verfolgt. War richtig lustig und ihr werdet euch wahrscheinlich noch mehr ärgern. Das war auf jeden Fall der Lokopa mit unserer aktuellsten Folge vom Troll Wars. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.